Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen, liebe MXGP 2019 Freunde, da sind wir wieder mit dem nächsten Rennen in unserer Saison. Wir sind weiter bei KTM und fahren in Lommel unser nächstes Rennen. Ja, der 14. Grand Prix von 18. Es geht voran, es geht voran. Ja, und in unserem neuen Team hier, Hitachi KTM, läuft es richtig gut bis jetzt, muss man sagen. Das läuft wirklich richtig gut bis jetzt. Den Start haben wir jetzt... Keine Ahnung, ob das mit Update leichter wurde, aber irgendwie... Okay, jetzt ist er von rechts aber gekommen gerade, Rundschau hat aber gerade nicht gewonnen. Am Ende des Videos muss ich mich noch bedanken. Ich habe jetzt leider den Namen nicht im Kopf. Ich schaue dann am Telefon nach. Am Ende des Bartes. Du hast mir ja gesagt, da gibt es XP. Glaube ich. Für einen Roadshot. Aber jetzt, ich habe ja gemeint, in echt auch, ob es da irgendwie... In real. Ob das irgendeine Bedeutung hat. Punkte technisch oder sonstiges. Was ich weiß ja nicht. Da gibt es am Ende des Jahres einen Holeshot-Meister oder so. Der schnellste beim Start quasi über die Saison. So, der schnellste beim Start waren wir hier im zweiten Rennen anscheinend nicht, denn wir sind nur Vierter. Also ganz so einfach ist doch nicht immer. So, ein bisschen konzentriert, dass wir da auch richtig unterwegs sind bei den Anbremsphasen und so. Dass wir da keine Ecke übersehen, die irgendwo rausspringen. So, da sind wir drüber, jetzt theoretisch noch drei Runden. Es sollten eigentlich immer vier sein. Events von uns hier. Oh, die KI hat da eigentlich gar nicht so einen schlechten Speed, muss man sagen. Im ersten Rennen haben wir ein bisschen besseren Start erwischt, doch. Aber ich sage jetzt mal, P4 ist alles im grünen Bereich. Gesamtwertungstechnisch gesehen auch. Hier so eine kleine S-Passage. Kurz rechts, kurz links. Wow, da kommen wir gar nicht mit denen da vorne, okay. Ich kann mich jetzt schon nicht mehr erinnern, habe ich das erste Rennen gewonnen? Oder zweiter? Oder ich weiß gar nicht mehr genau. Aber okay. Scheint ganz okay eingestellt zu sein, die KI hier. Hinter uns auch gleich ein Kollege. Schon wieder die Finishline und jetzt sollten es zwei Runden sein, jawohl. Ah, ich glaube, die Ecke geht auch ein bisschen schneller. Oh, da haben wir fast ein bisschen zu weit rausgedriftet. Da haben wir nach hinten ein bisschen Luft, das passt perfekt. Sind wir zwar leider nicht am Podium, aber punktetechnisch nehmen wir das gerne mit trotzdem. Sauber weiterfahren, ohne großes Risiko. Ich
Ja, komm. Wollte ich gerade schauen? Nein, nicht schauen. Aufs Fahren konzentrieren. Ich habe gerade geschaut, ob ich den Kommentar finde irgendwo, aber das schauen wir dann nachher drinnen. So, das ist aber da schon wer wieder hinter uns dran hier. Boah, da kommt er schon. Gott sei Dank kann man es noch einmal behaupten. So, da geht es jetzt gleich dann in die letzte Runde auch rein. Schon bei der Boxengasse hier. Und die Ziellinie. Und jetzt haben wir die letzte Runde. Hinter uns gerade der Start gewesen, genau. Die Startbox. Oh, die fighten wir hinten auch, das ist gut für uns. Das heißt, wir sollten P4 nach Hause fahren können. Ah, da war das Eck, wo wir vorher zwei Linien waren. Ja, guten Speed hier hat die KI, muss man sagen, auf der Strecke. Da ist sie gut eingestellt, die vorne sind zu schnell für uns, aber... Wir haben ja noch nicht das allerschnellste Motorrad, aber ich glaube, das wird auch mit einem schnelleren Motorrad hier schwierig. Wobei, wir müssen noch mal schauen, wie viel wir im ersten Rennen geworden sind. Weil ich glaube, wenn wir da als Erster reingehen, den Hookshot machen, schaut die Sache auch schon wieder anders aus. Jetzt sind wir schon wieder fast ein bisschen dran hier. Mal schauen, also wenn wir da vorne wegfahren. Sehr schön, ich nehme gleich mal das Handy in die Hand und schau mal, ob ich das Kommentar finde. Ja, Jacobi gewinnt hier, ja sehr schön. Für Sterry und Evans. Großbritannien und Australien, so. Gibt's mal kurz eine Sekunde, ich mache kurz das Telefon auf meine Seite. Posteingang. Kerstin Franke, danke noch einmal. Und um 33. Video. Der Holeshot bringt XP, du hast es geschrieben, Kerstin. Danke dir. Ich hoffe, du schaust was in dem Video zu. Hätte mir können auch besser vorbereiten und das am Anfang sagen und bringen. Gut, wunderbar. Machen wir weiter. Und, ah, wir sind Zweiter geworden im ersten Rennen. Ja, genau. Ja. Das hat ja Jacobi. Nein, wer? Evans gewonnen. Genau, wir sind ja hinter Evans ins Ziel gekommen und jetzt hier auf P4. Perfekt, ja, oh, da sind wir sogar noch Zweiter, ja. Und Evans mit der 45 Punkte Ausbeutung. Sehr schön. Perfekt. Da sind wir insgesamt natürlich jetzt dafür im Podium. Nicht zum Einzelrennen, aber insgesamt auf P2, alles top. Ja, und Evans hier Fünfter, auch weit weg. Ja, und insgesamt sind wir natürlich weit vorne vor Olsen. Garcia habe ich jetzt wieder nicht gesehen, wie viel der war. Aber ist jetzt in letzter Zeit nicht mehr vorne mit dabei irgendwie, fällt jetzt zurück. Olsen ist da konstanter insgesamt anscheinend, der Däne auf der Husqvarna. Garcia am Anfang gut gewesen, echt war Erster glaube ich auch, ja.
Aber in den letzten Rennen jetzt irgendwie ist er wieder ein bisschen weggefallen vom Spitzenfeld. Mal schauen auch, was der im Qualifying und so erreicht. Aber gut. Ja, Freunde, das war's schon wieder mit MX. Ich hoffe, es hat euch wieder ganz gut gefallen, dieses Format. Imola! Aber nicht dieses Imola in Italien, oder? Na gut, werden wir gleich sehen. Ich hoffe, das Mikro war jetzt halbwegs okay eingestellt. Mein neues Mikro, das muss immer relativ gut sitzen von der Entfernung her. Aber sollte hoffentlich gepasst haben. Wenn nicht, sorry meinerseits. Ja, Imola, wenn das Italien ist, ja, fahren wir da irgendwie in der Nähe von der normalen Rennstrecke auch, oder? Gut, werden wir das nächste Mal sehen, ob das Imola ist. Die echte Rennstrecke finde ich auch sehr geil, muss ich sagen, Imola. Ist immer Traditionsrennstrecke, echt cool. Jo, das war's dann und wir sehen uns wieder in Imola, Freunde, beim nächsten Mal, beim nächsten Lauf. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Einschalten, danke noch einmal Kerstin und wir sehen uns. Ciao, ciao.